Die erste Meldung kommt aber aus Tschechien. Ja, Tschechien ist ziemlich weit mit der Legalisierung, plant aber das Verbot von Hexahydrocannabinol, also HC, versetzten Süßigkeiten, nachdem Berichte über Vergiftungen bei Kindern und Jugendlichen aufgetaucht sind. Ja, während in Deutschland Fälle von HC-Vergiftung selten sind oder selten gemeldet werden, wurden in der Tschechischen Republik insbesondere um Karlsbad vermehrt Vorfälle gemeldet. Das Bundesinstitut für Risikobewertung weist darauf hin, dass die Wirkung und Sicherheit von HC wenig erforscht sind, warnt also vor schwerwiegenden Vergiftungen davon. HC-haltige Lebensmittel gelten nach deutschem Lebensmittelrecht als nicht verkehrsfähig. So, und nur noch eine erfreuliche Meldung aus Malta. Malta war wohl noch ein bisschen schneller mit der Legalisierung als Deutschland und hat als erstes EU-Land Cannabis legalisiert. Nun wurden die ersten Cannabis Social Clubs eröffnet, welche angemeldeten Mitglieder ihr eigenes Cannabis verkaufen dürfen. Ja, ein Club namens KDD Society begann am 27. Januar diesen Jahres mit dem Verkauf. Über 2 Jahre nach der Legalisierung, bereits über 150 Menschen sind dem Club beigetreten und die Resonanz ist positiv. Also Mitglieder können sich bis zu 7 Gramm am Tag abholen dort oder erwerben. Ja, die Produkte werden von der Behörde für den verantwortungsvollen Umgang mit Cannabis geprüft und sind dann frei von unerwünschten Verunreinigungen. Der Beitritt zum Club setzt aber einen Wohnsitz in Malta voraus. Und weiter geht's ins kalte Russland. Ja, in St. Petersburg wurde ein 38-jähriger Deutscher im internationalen Flughafen festgenommen, weil er in seinem Gepäck eine Plastiktüte mit 6 Cannabis-Gummibärchen transportiert haben soll. Der Zoll entdeckte die Gummibärchen, die mit Cannabis vermischt waren und insgesamt etwa 20 Gramm wogen. Also nach russischem Recht drohen dem Mann wegen des Besitzes von Drogen bis zu 7 Jahre Gefängnis. Ja, die russische Zollbehörde führte einen Schnelltest durch, und der das Vorhandensein von Tetrahydrocannabinol, also THC, in den Gummibärchen bestätigte, wobei der Besitz und Transport über die Grenze als illegal gilt. Der Festgenommene, ja, war von Hamburg über Istanbul nach St. Petersburg gereist. Er hatte wohl geplant, eine Frau zu treffen, die er online kennengelernt hatte. Ja, der Deutsche gab an, die mit Marihuana versetzten Gummibärchen Ende des letzten Jahres in einem Fachgeschäft in Deutschland gekauft zu haben. Er nutzte sie nach eigenen Angaben zufolge auf langen Flügen, um besser schlafen zu können, und behauptete, bisher nie Probleme bei der Einreise in andere Länder gehabt zu haben. Eine wichtige Meldung kommt jetzt aus den USA. In den USA hat die Drug Enforcement Administration, DEA, einen zuvor wegen des Nachweises von THC in CBD-Hanf entlassenen Mitarbeiter wieder eingestellt. Dieser Schritt wird als Zeichen einer sich ändernden Haltung gegenüber Cannabis und seinen Derivaten gesehen. Der betroffene Agent Anthony L. Amour hatte CBD zur Behandlung langanhaltender Schmerzen verwendet und wurde trotz der Legalisierung von Nutzhanf im Jahre 2018 entlassen. Seine Wiedereinstellung und die ihm zugesprochene Entschädigung von einer fast 500.000 $ unterstreichen den Wandel in der Drogenpolitik und in der Rechtsprechung. In Deutschland und in den USA besteht jedoch weiterhin Unsicherheit hinsichtlich der Gesetzgebung zu Cannabisprodukten ohne psychoaktive Wirkung, was sich hoffentlich jetzt in Zukunft ändern wird. Die Verwendung von CBD in der Schmerztherapie und die Kritik an ungenauen Testmethoden werden hervorgehoben, während gleichzeitig die Notwendigkeit einer umfassenden gesetzlichen Überarbeitung betont wird. Noch eine heiße Meldung aus Los Angeles. Ja, bei einem Brand in einem mutmaßlichen illegalen Cannabis-Extraktionslabor in Los Angeles kam eine Person sogar ums Leben. Eine weitere Person wurde kritisch verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Samstagmorgen in einem kommerziellen Gebäude im Stadtteil Green Meadows. Die Feuerwehr und Polizei von Los Angeles untersuchten den Brand und die Todesumstände. Und die Feuerwehr benötigte 113 Einsatzkräfte und 75 Minuten, um das Feuer in den Griff zu bekommen. Im Gebäude wurden große Mengen an Cannabisprodukten und Chemikalien gefunden. Der Betrieb wird als illegales Labor für die Herstellung von Butan, Honigöl, eine gefährliche Cannabisextraktion, untersucht. Ja, trotz der Legalität von Cannabis in Kalifornien gibt es weiterhin einen florierenden Markt für unlizenzierte Produkte, so wie es auch wahrscheinlich bald in Deutschland sein wird. So, aber nun weiter nach New York. In New York sind die Verhaftungen während Fahrens unter Drogeneinfluss, insbesondere nach der Legalisierung von Marihuana im Jahr 2021, gesunken. Letztes Jahr gab es zum Beispiel 1771 Verhaftungen während Fahrens unter Drogeneinfluss, was einen Rückgang von etwa 20% im Vergleich
zu den Zahlen im Vorjahr von 2225 Verhaftungen im Jahr 2021 entspricht. Und hier noch eine sportliche Meldung aus England. In einem Haus, das einem nicht namentlich genannten Profifußballer gehört, hat die Polizei eine Cannabisplantage entdeckt. Der Spieler selbst wohnt allerdings nicht dort. Die Mieterin wurde wohl von einer kriminellen Vereinigung unter Druck gesetzt. Ja, das Haus, das dem Spieler gehört, liegt laut Berichten im Nordwesten von London. Der Spieler selbst hat die Wohnung an eine Frau vermietet. Die Mieterin sei schließlich von einer kriminellen Organisation unter Druck gesetzt worden, die ihr die Wohnung zur Verfügung stellen mussten. Ja, die Gang pflanzte dort anschließend hunderte Cannabispflanzen, so lautet zumindest die Aussage der Frau, die sie der Polizei glaubhaft vermitteln konnte. Demnach kamen sowohl die Mieterin als auch der Fußballprofi ohne Strafe davon. So, und jetzt eine historische Meldung aus Deutschland. Erst hat der Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages eine wichtige Entscheidung getroffen und dafür für die Teilfreigabe von Cannabis gestimmt. Diese Abstimmung ebnete den Weg für die finale Entscheidung im Bundestag. Und dieser hat die Teillegalisierung am Freitag mit eindeutiger Mehrheit beschlossen. Am 1. April dürfen also Erwachsene über 18 mit bis zu 25 Gramm Cannabis besitzen und damit auch auf der Straße erwischt werden und zu Hause sogar bis zu 50 Gramm lagern. Vorausgesetzt, das Cannabis stammt aus dem Eigenanbau von bis zu 3 Pflanzen oder aus einem lizenzierten Anbau. Ja, allerdings ist die Einführung von Cannabisclubs, in denen der Anbau und die Abgabe der Droge organisiert werden soll, erst für den 1. Juli circa geplant. Zusätzlich wurden im Vergleich zum ursprünglichen Entwurf des Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach strengere Strafen für den Verkauf von Cannabis an Minderjährige sowie spezifische Regelungen für den öffentlichen Konsum in das Gesetz aufgenommen. Also die Entscheidung des Bundestages markiert einen signifikanten Schritt in der deutschen Drogenpolitik. Jetzt sollte das Gesetz noch durch den Bundesrat gehen, was ja auch noch bis zu 200 Tage dauern kann. Und ja, und dann hoffen wir, dass es zum 1.4. losgehen kann. So, nun auf die Berge, denn Oberösterreich ist besorgt über die Legalisierung in Deutschland. Ja, die deutsche Bundesregierung hat also die Legalisierung von Cannabis unter bestimmten Bedingungen beschlossen, was in Österreich besonders im Grenzgebiet Besorgnis auslöst. Also die ÖVP und die CDU/CSU befürchten negative Auswirkungen auf Jugend- und Gesundheitsschutz sowie auf die Straßensicherheit. Ja, Oberösterreichs Landesgeschäftsführer Florian Higelsberger und der stellvertretende CSU-Kreisvorsitzende Stefan Dorn kritisieren die Lockerungen als Verharmlosung und befürchten einen Anstieg des Drogentourismus sowie den Konsum von Cannabis. Sie forderten sogar eine Prüfung rechtlicher Möglichkeiten auf bilateraler und EU-Ebene, was aber zu keinem Erfolg führte. Ja, die Kritik richtet sich gegen die Annahme, dass die Legalisierung den Schwarzmarkt austrocknet und den Jugendschutz verbessern würde. Anscheinend wollen diese Herren es nicht ganz verstehen, dass sich überhaupt nichts ändert für Österreich, ganz im Gegenteil. Denn wer sich von Deutschland etwas holen wollte, konnte es auch schon vor der Legalisierung tun. Es dürfen aber nur in Deutschland gemeldete Personen in Clubs ihr Cannabis kaufen. Die Angst ist also eher Panikmache und fördert lediglich mehr unnötige Polizeiarbeit. Wir möchten den Herrn Higelsberger raten, den Besitz und Konsum in Österreich zu lockern, sodass keinerlei Anreiz besteht, einen Freund in Deutschland zu besuchen. Und noch eine kleine Meldung aus dem Burgenland in Österreich. Im Burgenland wurde ein 25-Jähriger mit 23,6 Kilo Marihuana am Grenzübergang Kitzsee gefasst. Ja, trotz bestehender Festnahmeanordnungen wegen Drogendelikten versuchte er, die Grenze zu überqueren. Mutig, der Mann. Er gab sich aber wenig Mühe, denn die Drogen waren bloß in Müllsäcken verpackt und nicht versteckt. Ja, der Vorfall wird vom Landeskriminalamt Wien untersucht. Der Mann hat sich bisher nicht dazu geäußert. In diesem Sinne nochmal danke an alle Mitkämpfer, Aktivisten, die sich in Deutschland und außerhalb an der Legalisierung beteiligt haben, mitgearbeitet haben, dafür gesorgt haben. Ja, ihr seid der Grund, warum Cannabis jetzt zum 1.4. freigegeben wird. Glückwunsch dazu. Schön, dass wir es bis hierhin geschafft haben und wir schaffen es mit Sicherheit auch noch weiter. Dann noch eine kurze eigene Meldung. Du oder ihr möchtet selbst einen Club eröffnen, euch fehlen aber die Leute, das nötige Wissen, Rechtsbeistand, ihr wisst nicht, wie ihr anfangen sollt, wie ihr Statuten schreiben sollt. Ich habe da eine klasse Idee für euch. Wendet euch bitte an office@cia-tv.eu. Wird auch eingeblendet und ihr bekommt Antwort. Bis dahin, baba.